Ja, moin Leute, Abo ist trocken am Start. Wir sind hier gerade an der Games. Ah nee, warte mal, wir sind am Dom. Ja, ich bin auf jeden Fall Erupto249. Erster Link in der Videobeschreibung. Zweiter. Okay, zweiter Link. Können auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ja, ich bin ein Minecrafter mit meinem Alpaka hier. Er hat einen Alpaka. Ja, voll niedlich. Und ja, hier könnt ihr noch ein bisschen Aussicht gönnen, Alter. Nice, perfekt. Hier ist noch Ender Crank, wenn man den noch kennt. Das ist irgend so ein alter YouTuber. Gut, ja, dann ciao. Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu meinem Gamescom Vlog. Mein Name ist KottiXD. Alter, wir gönnen uns gerade hier ein bisschen KFC. Da ist der liebe Kotti. Ja. Finny ist am Start, wir sind hier auch am Rhein. Schöne Kulisse eigentlich. Im Hintergrund ist die Straße, das ist auch geil. Das ist die schönste Kulisse von allen. Das ist die geilste hier, vor allen Dingen hier. Da der krasse Smart. Was wollte ich jetzt sagen? Wir gönnen uns jetzt richtig fett KFC. Und dann sehen wir uns gleich einfach wieder, ne? Wir sehen uns gleich wieder, ne? So, Leute, wir sind jetzt fertig. Ja. Wir sind jetzt fertig mit KFC. Wir sind fertig mit KFC, wir haben abgerechnet. Ist so, Alter. Wir gehen jetzt gerade über diese Brücke hier, über diese Schlösserbrücke. Da sieht man das, ne? Gehen aber eigentlich nur eine Runde. Wir müssen jetzt eigentlich da hinten, auf die Seite, um wieder zurück in die Innenstadt zu kommen. Das ist ein bisschen ein kleines Problem so, weil wir keine Ahnung haben, wo wir sind. Also ich dachte halt auch, wir hätten einfach unter die Brücke gehen, unter der Brücke gehen und eins weitergehen können. Aber ich wohne in Köln, aber ich habe keine Ahnung. Ist natürlich vorteilhaft. Jetzt machen wir die Minecraft-Spieler. Warte, du bist so ein Spaß. Das musst du mal bitte mit einbeziehen. Du hast die Kamera. Ja und? Das ist perfekt, Mann. Das ist perfekt, der kranke Vogel da. Mit Weitwinkel wird man den auf dieser Entfernung richtig gut sehen. Ja, Mann, perfekt. Da kann das sein, dass das voll anstrengend wird, wenn man den die ganze Zeit so hält. Ja, wird aber das. Du machst gerade einen Vlog mit 2 Minuten länger. Das kommt auf YouPorn. Okay, ich glaube, wir machen noch einen Cut. Wir sehen uns einfach nachher, wenn das überhaupt ins Video kommt. Du wolltest das machen. Was wollte ich machen? Hä? Ach so, genau. Er wollte den X-Cutter machen. Ich wollte den X-Cutter HDLP machen. Den PvP HDLP. Okay, die Schnauze, Justin. Man sieht, wir sehen uns gleich. Popel von unten. Ja, ich Popel. Ich mach's so. Okay, Prank. So Leute, ich zeig jetzt den lieben Kotti hier mal ein bisschen Köln. Alter, meine Haare sehen so scheiße aus im Video, ne? Wie mir? Meine. Achso. Ich zeig dir ein bisschen Köln. Hier ist die Haupteinkaufsstraße, wie man sieht. Ihr merkt schon, ich übernehme heute die Regie von Kottis Kanal. Ist natürlich perfekt. So Leute, ich gebe auf. Ist natürlich einfach perfekt. Was soll man sagen? Was soll man sagen? Ja, wir bummeln jetzt hier so ein bisschen rum, haben ein bisschen Spaß und machen ein paar Leute doof an. Wir werden sowieso die ganze Zeit dumm angeguckt, weil wir einfach in dieser Hauptgasse einfach reloggen. Das ist einfach so behindert. Und am Ende denken sowieso alle nur, Kotti hätte so einen ganz kleinen Kanal und dabei sind es einfach 17k. 17k? Inaktiv. Ach so, heftig. Vielleicht kommen wir in den aktiven Abonnenten auf meinen Kanal. Also, und in der Beschreibung, beziehungsweise der oberste Link in der Beschreibung, by the way, ne? Schaut vorbei. Ihr Wichser. Wird bald aktiv Videos geben. Von Vlogs? Ja, auch Vlogs. Aber mal schauen. Wahrscheinlich eher am Anfang eher Black Ops, also Black Ops 3, wen es interessiert. Und Vlogs und vielleicht auch zwischendurch mal ein paar Videos mit Kotti zusammen Minecraft mal schauen. Hast du schon mal überlegt, so vor dem Video so Werbung einzusetzen, also so, dass du die Werbung schalten darfst? Monetarisieren? Nicht, dass du deine Videos monetarisierst, sondern dass du die Werbung schaltest selber, so einen Werbeclip einsendest. Dafür musst du zwar zahlen, aber du kriegst auch Geld. Man kriegt auch unnormal viele Abonnenten dadurch. Ja eben. Das war doch gerade Spitze. Spitze? Leute, ich hab auf meinem Kanal weiter findet ihr Black Ops aktuell nie. Das ist Spitze. Alter, es wird anstrengend. Hier nimm nur mal die Kamera. Du darfst jetzt auch mal deinen Unilog selber führen.
Ich darf meinen Vlog selber filmen, ich freue mich. Danke an diese Ehre. Das ist eine großartige Geste von mir. Ja. Eine sehr nette Geste. Das ist die größte Ehre, die ich hätte bekommen können. Soll ich mal vor den Obdachlosen so gehen und so tun, als könnte ich nicht richtig lesen? Du bist so fies. Er ist fies, Leute, ganz im Ernst. Er ist so ein Arschloch, ne? Okay, jetzt ich tanze. Das kommt alles drauf und das weiß er gar nicht. Sorry, aber der Arsch ist drauf, das weißt du, ne? Jetzt kommt der Titel. Tanzen hat Dachchen getroffen. So, wir haben hier das nächste Internetpaar gefunden. Tourguide. Also, wir sind hier, da links ist die Schildergasse. Gibt mir nicht, ja. Da hinten, oder da ist die hohe Straße 1 vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie die Straßen hier heißen, aber ich weiß, wo er ist der Tourguide. Ja, da sind wir wieder. Wir sind jetzt erstmal um meinen Wohnort gefahren, ne? Nicht? Der Blick muss auch rein, Alter. Wir gehen jetzt zu mir, wir chillen ein bisschen da. Und danach fahren wir wieder nach Köln. Wir hatten jetzt einfach keine Lust mehr gerade, weil wir eh nichts zu tun hatten, wir sind nur rumgelaufen. Nachher geht der liebe Finn auch noch mit anderen Leuten was essen, ich weiß nicht wer, aber... Sparex aus Descenders, den kennst du sogar, glaube ich, ja? Ja, Namen schon gehört. Ja, auf jeden Fall geht er dann noch was essen. Ich zeig nachher noch ein bisschen was Beo. Vielleicht nehmen wir euch jetzt noch ein wenig mit auf den Weg, zumindest über die Ampel. Das ist nicht so wichtig. Ich hab's gesehen, was du... Ich hab dahin geguckt. Das Weitwinkel. Ach so, ja dann. Wurde schon gedrückt? Ich dachte nur nicht. Nein, so einer bin ich nicht. Finn, was denkst du von mir, Alter? Das ist ja peinlich. Ich finde nicht. Ich finde schon. Oh, das ist eine heiße Schnitte. Rechts vom Auto. Im Auto. Krass, Alter. Du musst, übrigens musst du das so schneiden, dass du Kennzeichen zensierst, mein Freund. Ja, nicht, dass hier jemand weiß, wo ich wohne. Nicht? Nö. Zumindest nicht deine 17.000 Zuschauer, wovon 10.000 inaktiv sind. Oh, was für Arsch. Das schon eins mehr aus. Doch, 7.000 sind immer noch eine Zahl, die gewaltig ist. Mal schauen, was ich wieder ein 3-Minuten-Video. Ich kann allein diesen Tag schon in 5 verschiedene Videos packen. Mach doch. Mal schauen, was das gleich wird, was wir denn so machen. Grüße gehen raus an Kottis Mama. Wir machen Bum-Bum. Ich mag sie. Ah, ist klar. Hast du Bock? Dann schneid das mal bitte mit rein. Grüße gehen raus an Kottis Mutter. Hast du Bock? Oh, das glaubst du doch nicht. Er hat Bock. Ich hab Bock. Das ist der Vater dieses Kindes. Alles klar, ich bin weg. So, da sind wir wieder. Ich bringe jetzt den lieben Finder zur Bahn, weil er jetzt nach Köln fahren muss. Ich glaube, guck da Alevo deine Videos locker, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls Grüße gehen raus an dich, Alevo, das nur wegen dir. Aber ich denke mal, das ist so ein kleines, weiß ich, so ein kleines Ding, Vertrauensding, dass er das jetzt für dich macht. Ich denke mal, die hören noch was von dir, ne, außerhalb, gleich vielleicht noch in Köln mit den anderen, oder nicht? Ja, klar. Na klar, stimmt. Na klar, ja. Damit der erste Tag schon schön zweiteilig wird. war schon chillig, wir haben jetzt 17 Uhr. Naja, kann ich dir zeigen, das ist das Bild von meiner Freundin. Miese Brise. Obwohl, warte. Das ist 17 Uhr. Oh, das ist auf der Kamera andersrum. 17 Uhr haben wir jetzt. Eigentlich muss Finn erst um 18 Uhr in Köln sein. Aber es war halt eigentlich schon ein richtig chilliger Tag so. Richtig korrekter Dude, der Typ da. Kann auch viel lachen mit. Ja. Nur Scheiße gebaut die ganze Zeit. Irgendwelche Leute angemuckt. Immer irgendwelche Leute nachgemacht und sowas. Das Übliche halt, ne? Eigentlich hatten wir mehr vor. Aber da ich ja die nächsten Tage nicht auf die Gamescom gehe, obwohl ich in Köln wohne, ist das jetzt blöd gelaufen. Aber trotzdem, ne, ich wünsche dir trotzdem viel Spaß und vor allen Dingen euch auch. Danke. Beim Zugucken und dir auf der Gamescom mit den anderen. Weil Finns Videos sind qualitativ sehr hochwertig. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du gehört? Ja, Mann.
So ein schlechter Weg. Mit den inaktiven Zuschauern. Inaktiv? Perfekt, Alter. Und? Mit deinen 17k und 10k davon inaktiv, Alter. Ja, Leute, falls das hier schon der zweite Teil sein sollte, weiß ich ja immer noch nicht. Kann ich ja nachher erst beurteilen, weil die auch nicht zu lang sein sollen. Sowohl unter dem ersten und falls es einen zweiten Teil geben sollte, auch unter dem zweiten in der Videobeschreibung. Der oberste Link ist der nice Dude da. Schaut vorbei, abonniert ihn auf YouTube, Snapchat, Instagram, wie auch immer. Alles durchfolgen. Und der Zug! Mein Gott. Und noch ein Zug. Timing is da. So, Zug ist weg. Jetzt kann ich auch noch mal was sagen. Auch der Justin, mega nicer Dude. Auch wenn er gerade neben mir steht und alles hört. Bisschen Lob jetzt muss hier auch mal sein, ne? Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, dich zu treffen. Ein bisschen was mit dir zu machen. Und ja, ich hoffe, okay, man sieht sich wieder. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Die Chance wird sich wieder ergeben. Und dann geht's wieder. Bang. Okay, Spaß. Bang ist wieder Casey. Ja, und wir sehen uns dann wahrscheinlich später wieder, aber seine Abmoderation wird legendär sein, genauso wie seine Anmoderation. Was habe ich nochmal gesagt? Das wirst du im Video. ja, auf jeden Fall. Verabschiede den nice Dude. Tschüss. Und wir sehen uns wahrscheinlich später wieder. So, wieder in Köln angekommen. Und jetzt gleich hole ich noch Tickets für ein Meet and Greet für den Alevo ab. Und bring die den morgen mit. Ich spiele jetzt gerade eine Domplatte. Und ja, wir sehen uns später wieder. So, die Tickets für den guten Alevo habe ich in der Arschtasche. Und die kriegt ihr morgen. Jetzt gehe ich noch, bevor Sapri und Sogo ankommen mit dem Zug, bei Mac ist mir eine Cola gönnen. Sonst habe ich gar keinen, also nichts getrunken heute wirklich. Deswegen, auf geht's. Also, Sapris Zug ist da, aber Sapri noch nicht. Jetzt müssen wir den suchen. Da haben wir die beiden Boys. Hi. Jetzt vom Bahnhof abgeholt. Aber er ist aufgeregt. Der Sapri einmal. Sapri! Und einmal der Zogo, aka Mathis. Guten Tag. Guten Tag. Und der Gotti. Bin ich. Den kenne ich nicht. Könnt ihr den abonnieren übrigens. Allen Dislike da lassen, danke. Jetzt bin ich sad. Darf ich deine Schulter nehmen zum Ausrollen? Nein. Schon wieder. Kannst du dir da vorne? Darf ich deine nehmen? Darf ich deine Schulter nehmen zum Ausheulen? Ja. Okay, reicht dann auch wieder. Danke. Wir sehen uns später vielleicht wieder, wenn die beiden mich dann wahrscheinlich wegbringen. Tschüss. 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 So, das war's auf der Gamescom. Das war's auf der Gamescom. Wir fahren jetzt wieder zurück. Nein, die beiden Dudes hier, die gehen jetzt erstmal in ein Hotel. Die haben sich gegönnt, ich darf nicht. Erstmal warten wir auf Kai. Die beiden treffen jetzt gleich noch Kai, den treffe ich morgen wahrscheinlich. Das könnt ihr im nächsten Vlog sehen. Teil 2 oder 3, je nachdem, wie viele Teile ich aus diesem Tag hier mache. Der hat irgendwas bei 8 Minuten der eine, ne? Also. 10 Minuten und 1 Sekunde, Mann. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt nach Hause wieder und. Habt ihr noch was zu sagen? Ja, schönen Abend noch. Ich grüße Blau Gelb, ich grüße Blau Gelb. Bis zum nächsten Vlog. Beide sind verlinkt. Na, juhu!